Stream ist höchste Qualität, ein bisschen verpixelt, sonst ganz okay. Ja, lässt sich wie gesagt leider nicht ändern. Bambusleitung und so. Außerdem, ja, musste ich schon extra runterstellen, sonst hat mich nämlich der So Dark Knight. Ich hatte es ein bisschen höher gestellt, da die Uploadrate hat es sogar geschafft. Allerdings muss man dazu sagen, dass Discord dann irgendwie keinen Empfang mehr hatte. Das ist ein bisschen schlecht, weil ein bisschen sollte mich Darky dann schon verstehen, weil sonst, ja, sprech. So. Nicht. Hier müsstest du auch Babyfledermäuse und goldene Schleime haben, ne? Genau, machen wir die gleich mit auf den Weg mit. So, komm, hier. Kleines Babylein. Ein und kleiner goldener. Goldene Skulptur. Oh. Naja, die droppt ja oft genug. Da ist schon einer. Siehst du? Meine. Du kriegst die Skulptur, ich nehme die Rolle. Jetzt. Okay, nimmst du die Rolle. Die Rolle ist immer schwieriger, ey. Oh, Alpha Marissa, hallo, hi Black. Also, früher war es mal zumindest so. So, Restless hat sich den Titel Verzauberer verdient. Hallo Alpha übrigens noch. Natürlich nicht. Da wir unsere Prüfung haben, dürfen wir uns frei beschäftigen. Daher, oh cool. Dariel ist auch wieder da. Und freie Beschäftigung. Hashtag freie Liebe. Ach nee, das war was anderes. Ich wollte gerade sagen, das hast du irgendwie falsch verstanden. Obwohl das auch eine freie Beschäftigung ist und eine sehr, sehr, sehr angenehme. Allerdings, ja, sollte man da, sagen wir mal, schon ein gewisses Alter für haben. Man sollte nicht übertreiben. So ab 30 darf man das. Ne? 30 war da richtig, oder? 29 und 3 Viertel. Ja, okay, das da gehe ich noch mit. Da gehe ich noch mit. So. Wenn wir Prüfungen haben, dürfen wir ein Bild malen? Ernsthaft? Was ist denn das für eine Prüfung? Da schreibt Timeout gerade im Chat, für den Fall, dass. Was heißt für den Fall, dass ihr schaut eventuell hinterher und da kann man das natürlich nicht lesen, denn hier ist er nicht eingeblendet. So. Zwei Fledermäuse? Ja. So in der Art. Hüpf. Puls hat sich den Titel Verzauberungskünstler und Verzauberungsgott verdient. Herzlichen Glückwunsch, es sei denn, das ist einer von denjenigen, die hier, sagen wir mal, sich die Sachen ercheatet haben. Wobei mir gerade aufgefallen ist, ich hatte vorhin nochmal durch CS irgendwie geguckt, um zum Beispiel mein Reittier zu aktivieren. Hier habe ich jede Menge Pakete der Alchemie und goldene Juwelen drin. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die vorher auf dem Char hatte, ich glaube nicht. Heißt im Klartext, das, was halt gemacht wurde, anstatt hier diesen Gutschein, den ich heute oder gestern erwähnt habe im normalen Video, anstatt den Gutschein, der ja ausgenutzt wurde, zu machen, wurde halt das als Lösung wahrscheinlich angesprochen. Okay, Biba, Dariel, danke, dass du da warst. Wurde wahrscheinlich das gemacht, was ich angesprochen habe, nämlich halt direkt ins CS irgendwie für alle reingeportet. Vorausgesetzt, das ist so. Ducky, du kannst ja mal bei dir reingucken, was hast denn du drin? Oh, also, Krabi, freue ich auch. Im CS irgendwie? Ja. Okay. Ich habe auch Steine drin. Ja, dann ist das richtig. Dann liege ich richtig. Die Steine sind quasi als sozusagen Belohnung oder als Anreiz zum Appen hinzugefügt worden. Weil, wie gesagt, das Appen sollte ja für die Stufen 3, nee, 4, 5 und 6 waren es, ein bisschen erleichtert sein. Für T4, 5 und 6 Waffen. Finde ich gar nicht mal so schlecht, das hat ja ewig gedauert immer. Und ja, jetzt dauert es weniger ewig. Warum bin ich eigentlich hier hinten? Kannst du mir das erzählen? Was fragst du mich das? Ich dachte, ich laufe dir einfach vorne weg. Ich bin dir einfach hinterher gelaufen. Zeitversetzt. Kann sowas? Oh, eine Karte. Oh. Ich hatte heute schon, als ich meinen Krieger gespielt habe, hier und da Rücksetzer. Oh, siehst du? Du kannst in der Zeit zurückreisen. Ich kann vorausreisen. Haha, bin ich gut oder ja? Warum haust du die? Die brauchen wir gar nicht. Also ehrlich, mit dir kommt man manchmal. Du bist voll durcheinander manchmal. Das ist voll, voll verwirrt. Bei dir kommt man überhaupt nicht vorwärts. Vorsicht! So, Regeln sind da, um gebrochen zu werden. Außer die von den Mädels. Sollte man nicht brechen. So, ansonsten. Get skills in your level. Ich kann keine Skills in Leveln. Ich kann. Wer bei mir Skills sucht, ist ein bisschen verkehrt. Muss ich leider zugeben. Wir sind nämlich hier bei Black Mask. Und der kann. Ja, mit Skills. Das heißt ja Fähigkeiten. Und irgendwie, ich glaube, da bin ich irgendwie ein bisschen nicht ganz der Richtige für. Ich bin eher der. Ja, ich renn mal rein und guck mal, ob ich sterb.
Das ist doch auch eine gute Taktik, oder? Also mal schauen, was passiert, Taktik. Genau. Deswegen habe ich mir auch einen Magier erstellt, denn dann geht das ein bisschen schneller. So. Brauche ich mich nicht mehr ganz so anstrengen. Das Sterben, oder? Ja, natürlich. Was dachtest du denn? Das Reingucken, das kann ich genauso schnell. Mastermind hat sich den Titel Verzauberungsgott und Verzauberungskünstler verdient. Ja, das wird wahrscheinlich jetzt heute immer noch öfters kommen, denn, wie gesagt, die Leute verzaubern. Das müssen natürlich nicht nur, sagen wir mal, ercheatete, in Anführungsstrichen, Accounts sein oder ercheatete Dingens, wo der Gutschein viel zu oft genutzt wurde, aber es können auch gute sein dabei, ne? So, okay, Malo. Gehen wir ran? Ja, komm. Malörnchen, komm, ich hau dir auf die Öhrnchen. So. Ja, mal hinter den Stellen. Dann kann ich ein bisschen pupsen mit. Ja, voll der Bosskampf. Voll der Bosskampf. Wir sind hier mega bossfightig. Und nebenbei immer diese Blähungen echt. Ja, warte, gleich wieder. Alter, was hast du wieder gegessen? So, Bohnen. Bohnen mit Grünkohl und Zwiebeln, genau. Zwiebelbohnen mit Grünkohl. Schmeckt gut. Ist das volle Programm. Ja, genau. Hast du schon mal Zwiebelbohnen mit Grünkohl gegessen? Das muss eine sehr gute Kombi sein. Nein. Ich meine, schmeckt ja alles ganz gut. Oh, scheiße, ich bin doch nicht ganz aus der AOE-Reichweite. Lass mich los hier. Das andere los, bitte. So, okay. Okay, hat ja ganz gut geklappt, aber nicht zuletzt. Das war knapp. Bei mir nicht. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich rede von mir. Ich war rund auf 200. Tja, das ist doch gut. Das ist, ist immer noch besser als 1. Auf jeden Fall. Ja. So, Grabis brauchen wir noch und einen rasenden Kiebing. Wenn wir schon mal da sind, rasen wir mal da runter und machen den Grabis und die Kiebinge noch mit. Ha, heute ist das richtig, fast richtig produktiv. Oh, es geht voll voran. Ich bin selbst von mir überrascht. Das ist sehr merkwürdig. Ich meine, das kann ja überhaupt nicht sein. Wir machen hier 1000 Livestreams. Der erste Livestream seit ein paar Jahren wieder, vor einem Monat oder anderthalb Monaten, den wir da hatten, wo ich dann effektiv ja in der ersten halben Stunde 2 Level geschafft habe, von Level 12 auf 14 oder so. Das ja, ist schon ein Unterschied dann hier. Ich meine, gut, wir haben auch noch kein Level geschafft, aber wir sind nah dran. Ich zumindest. So, hier, Grabis. Beziehungsweise, was heißt nah dran? Ich bräuchte nur abgeben, dann hätten wir es wahrscheinlich schon. Wop. Grabi. Noch 6 Stück bei mir auf der Liste. Ich meine, die bräuchten wir theoretisch auch nicht mehr machen. Das ist ja auch nur eine... Achso, das ist die tägliche Quest. Deswegen wirst du die vielleicht nicht haben, wenn du die nicht angenommen hast. Weil die wird ja gern mal gemieden. Zugegebenermaßen bei manchen zurecht, aber hier gerade, wenn sie gerade mit da sind, dann passt das. Was wolltest du sagen? Ich habe schon eine tägliche gemacht. Achso. Machst du die täglich? Die tägliche? So, Shikuyu hat sich Karies durch Freundespunkte verdient. Herzlichen Glückwunsch, Shikuyu und Zähneputzen nicht vergessen. Ist immer wichtig. Wer heute Glücksspiel gespielt hat und einen Cover erhalten? Ich nicht. So. Rasender Keeping, ebenfalls fertig. Grabräuber noch einer. Okay. Warte, den hauen wir noch schnell und dann könnte ich hier gleich mal wieder eine Abgeborgie machen. Okay. Pace-Sammlung 1, goldene Skulptur. Quest beenden. Malune. Welchen Ring nehmen wir? Guess aus. Guess aus. Stärke. Ja, Guess. Ich will einen mit viel Stärke, ist richtig, ne? Ja, klar, das so, ist immer richtig hier, für dich. Wobei ich glaube, ich habe sogar bessere noch drauf. Mit mehr, jede Menge Stärke. Stärke ist gut. Inventar voll, Belohnung nicht erhalten. Du Schande. So, wir haben hier einen Smaragd-Ohrringe Level 30. Ich schmeiß mal die Oberbefehlshaber-Plaketten raus. Gib das Zeug hier dafür rein. Ja, okay, mach mal die Karte hier auf, die ich hier noch habe. Schmeiß inzwischen das hier noch raus. Einfach nur, weil ich es kann. Rippung oder Level 20 erreicht. Herzlichen Glückwunsch auch für dich. Malorn Megaton haben wir hier. Nachdem man ihn in seinem Dorf nur verspottet hatte, entdeckte Malorn sein Talent. Daraufhin verschrieb er sich ausschließlich sich selbst. Ja, so ist es. Malöhnchen. Oh, herzlichen Glückwunsch. Ich sollte auch mal weitergeben. Da.
Goldschleimfluch. Blub. Quest beenden. Dankeschön. So, Babyflitz. Und die Babyflitz geben gar nicht mal wenig. Na gut, okay, ich bin auch andere Level gewohnt. So, ich nehme mal ein Lix. Ne, ich nehme Elrut T2 oder sowas. Und zwar Segens Elrut T2. Haben wir wieder ein bisschen was im Inventar mehr. Juhu, ich freue mich immer, wenn ich was ins Inventar kriege. Mitsuyu hat sich das Titel, den Titel Großwildjäger verdient. Auch da herzlichen Glückwunsch. Das hätten wir. Gucken wir nochmal auf Karte. Hier ist vorsichtig was dazugekommen. Ja, Malon, Megatons, wollen wir die noch machen? Komm, die hauen wir noch mit weg. Und dann rennen wir woanders hin wieder. Wie immer. Da können wir auch in die Dungeon gehen. Ich kann nachher Quest annehmen. Achso, das. Ach ja, stimmt. Da war ja was. Da war ja was. So, Turm von Eisel. 9. Etage. Mhm. Turm von Eisel könnten wir auch bei Gelegenheit mal gehen. Nicht aufgeben. Am besten auf 28. Ja. Warum? Weil man es da ein bisschen einfacher hat gegen Staubi. Achso. Warum? Weil das teilweise etwas buggy war, dass man bei ihm One-Hit war. Achso. Warum? Und. Also, mein kleiner Black, hör mir mal zu. Warum? Du bringst mich noch irgendwann ins Grab, Junge. Du merkst schon, dass auch da warum zieht. Wo nur zwei Zuschauer, was ist denn hier los? Nein, tatsächlich werden mir 8 angezeigt. Kann natürlich sein, dass ich ein bisschen deaktualisiert, aber wie gesagt, ist halt auch eine freitags ein bisschen untypisch. Normalerweise bin ich ja freitags unter der Woche nicht so dafür, aber ja, wie gesagt, ich würde es gerne wieder samstags machen. Allerdings, wie gesagt, die nächsten Wochen sind vollgepackt und damit ich wenigstens noch einen Stream hinkriege, dann passt das. So, schlupp. Okay. Glühender Wolf und Malorn Megaton. Ja, dann hauen wir die jetzt und dann ist gut. Ich kann eh nicht mehr Quests annehmen. Sind schon wieder voll. Paste-Sammlung 2 müsstest du auch noch haben. Vielleicht ist das gerade die ich nicht annehmen kann. Mal gucken. Ja, genau, das ist die ich nicht annehmen kann. Achtung, jetzt haut er wieder ab. Der tut nichts. Okay. Der will nur spielen. Okay, weißt du was? Dann gucke ich mal, was ich ja weghauen kann. Was habe ich denn hier unten? Level Showmings Geschenk. Ja. Arzt Minte werde ich. Ich glaube, das würde ich eh nicht mal sammeln. Okay, dann nehme ich die Sammlung noch mit an. Blub, blab. Okay. No Name Clary hat sich den Titel Verzauberungskünstler verdient und ihn auch erhalten und genauso wie den Verzauberungsgott. Herzlichen Glückwunsch. Jui. Okay. Das wäre soweit. Also jetzt aber, ne? Das Geschenk sehe ich trotzdem nicht. Ich habe die doch angenommen, oder? Ne, habe ich nicht. Verdammt. Quest annehmen. Mano. Hat doch gerade eine aufgegeben. Willst du mich verarschen? Ich nicht. Nee, habe ich nicht aufgegeben. Wirklich aufgeben, ja. So. Aufgeben, Quest ist fehlgeschlagen. Willst du mich... Was? Hatte ich heute auch schon zweimal. Okay, jetzt die haben wir aufgegeben. Dann probieren wir das. Das kenne ich eigentlich noch nicht. Aufgeben ist da eigentlich relativ leicht. Da sagt man einfach nur, gib auf. Und dann ist fertig und so. Ja, hallo Fabian. So, Malon, Megaton, Glühender Wolf und geheimnisvolle Scheiße. Das sammelst du, das fass ich nicht an. Ja, natürlich mache ich das. Denn ich bin einer, ich kann aus Scheiße Gold machen. Ja, so ist es. Ja, machen wir gleich hier, brauchen wir nicht weiter weg. Für die Megatons hätte man zwar auch wieder in die Sandigen gehen können, sind ein paar mehr, aber hier geht's da auch. So, Anhänger haben wir doch schon. Da war der Luther King wieder am Berg. Da hinten ist noch einer, nehmen wir den noch mit und dann gehen wir mal rein. Drin müssten ja auch noch ein, zwei rumstehen. Juhu! Er ist down. Dann gehen wir mal. Gehen irgendjemand verhauen. Hier, guck mal, der nächste ist schon wieder da. Nachschub! Komm mal her, put, put, put. Stopp, ich sagte stopp. Ja, dann halt doch an. Oh, du haust auch schon. Sowas. So, ich komme dann nachher wieder. Jetzt ist Grillen dran. Grill, oh Mensch, müsst ihr immer von Grillen reden, wenn ich live streame. Jetzt kriege ich Hunger. Das ist gemein. Ich will ein Steak. Ich will ein Steak. Ich will ein Steak. So. Hi, heute kann heute nicht dabei sein, habe im Moment kein Internet. Ja,
wenigstens bist du übers Handy oder wahrscheinlich, ja, sehr wahrscheinlich übers Handy da. Macht ja nichts. Auch Elika ist heute übrigens nicht da, habt ihr ja schon gesehen. Die muss wahrscheinlich arbeiten, soweit ich mich erinnere, wie sie es gesagt hat. Aber ja, das zählt ja nichts. Wer nicht kann, kann nicht. Und das ist ja nicht so schlimm. So, ich gebe direkt wieder ab, ne? So.